Herzlich willkommen in Finchis Welt zu einer neuen Ausgabe von Finchi zeigt euch was. Heute ein Spiel, was ich mir gerade eben erst runtergeladen habe, nämlich für die Wii U, seit langem nochmal wieder, habe ich lange nichts mehr zu vorgestellt. Stimmt das überhaupt, was ich da gerade sage? Ist auch vollkommen Wurst. Nämlich, es geht heute um Fast Racing Neo. Das ganze Ding ist jetzt vorgestern erschienen, am 10.12. Ich habe mir heute eine Karte organisiert von 15 Euro, dass ich mir das überhaupt leisten kann. Und werde das Ganze jetzt mal mit euch zusammen anspielen. Das ganze Ding ist ein Mischmasch aus Wipeout und F-Zero. So habe ich zumindest in dem Video, was ich beim Andy von Retro Videocom Reviews gesehen habe, empfunden, dass es halt so irgendwie ein Mischmasch aus Wipeout und F-Zero war. Allein schon von der Musik, das hören wir jetzt gerade schon im Hintergrund, erinnert sehr an Wipeout. Die ganzen Gleiter erinnern auch an Wipeout. Da es aber auf einer Nintendo-Konsole ist, erinnert es auch ein bisschen an F-Zero irgendwie. Naja, wie ich würde sagen, wir fangen mal an mit der Meisterschaft. Ich habe keinen Plan. Wir können bisher nur die Subsonic-Liga auswählen. Subsonic. Kobalt Cup, Xenon Cup, Titanium Cup, Neon Cup. 4 Cups, 4 Strecken. Okay, das ist sehr interessant. 16 Strecken gibt es also. Und ich würde sagen, wir fahren einfach mal alles. Ich mache da mehrere Parts draus, da habe ich gerade Bock drauf. Und deswegen machen wir das so. Kamagori, Bliss, Spliss oder Zero. Kamagori, Geschwindigkeit, Beschleunigung. Wir nehmen einfach mal zum Eingewöhnen Kamagori. Kamagori LTT. Steuerung ist klar. Perspektive ändern auf Select. Pause ist auch klar. Phase wechseln. Beschleunigen auf A. Mhm. Nach rechts lehnen, nach links lehnen. Da ist Turbo. Phase wechseln. Phase, das werden wir ja wahrscheinlich dann irgendwann noch aus den Bremsen. Mal gucken, ob es überhaupt muss. Das werde ich mal sehen. Beschleunigen. Also A. Drücke X oder L, um die Phase zu wechseln. Werden wir uns jetzt angucken. Ich habe, wie gesagt, keinen Plan, was das ist. Es gibt wohl auch schon einen Vorgänger von der Wii, was einfach nur Fast Racing hieß. Oder hieß es Racing Neo? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall fehlt da ein Wort. Vielleicht hieß es auch Fast Neo. Keine Ahnung. Grafisch soll das Ding sehr gut sein. Was ich bisher gesehen habe, lädt das ganze Ding flüssig mit 60 FPS und sieht einfach verdammt gut aus. Ich werde mich jetzt selbst davon überzeugen. Okay. What? Okay, die Steuerung ist krass Wipeout-mäßig, das finde ich scheiße. Das heißt scheiße, ist gewöhnungsbedürftig. Man sieht, dass das Ding, das habe ich, drücke X, um die Phase zu wechseln. Wieso muss ich die Phase wechseln, was bedeutet das? Wow! Da bin ich, bin Siebter, glaube ich. Was geht? Turbo, Beine, Fresse! Das ist flott. Sehr cool. Okay, rechts und links sliden. Achso, jetzt habe ich die Phase gewechselt, ne? Was heißt das eigentlich mit der Phase? Ich check das noch nicht so ganz. Krasse Würmer. Was man sieht, das habe ich, wie gesagt, beim Andy gelernt. Das Ding hat kein Anti-Aliasing, das heißt, das Kantenflimmer ist... Achso, jetzt habe ich das gecheckt. Das heißt, wenn ich blau bin, kriege ich hier einen Schub. Und für die gelben Dinger muss ich halt wechseln auf die andere Phase. Habt ihr gesehen? Das ist ziemlich gut. Okay, das gibt einen ganz neuen Aspekt. Oh, fuck, das war falsch. Schäse. Blankenese. Nein! Ich blöd, Mann. Ich hab Turbo mit Sliden hier verwechselt. Turbo. Heiliger Jesus, ist das schnell. Meine Fresse. Achso, Phase wechseln. Boah, da muss man aber echt aufpassen. Da darf ich keinen Wein mehr trinken heute. Boah. Also dieses Kantenflimmern ist echt noch ziemlich stark. Das fällt mir sogar auf. Normal bin ich nicht so, dem sowas auffällt, aber
Schieß. Na komm schon. Wow. Sehr schön, ich bin Vierter. Letzte Runde und ich bin Vierter. Das kriegen wir noch irgendwie gebacken. Phase wechseln. Das mit dieser Phase, das habe ich jetzt bisher in noch keinem Spiel gesehen. Das bringt, wie gesagt, ein komplett neues Gameplay irgendwie mit sich. Weil man sonst halt ausgebremst wird. Wenn ich jetzt auf so einen blauen Streifen draufkomme, wenn ich diesen in dem Moment die gelbe Phase anhabe, dann werde ich halt voll ausgebremst. Eigentlich ziemlich gut, wie gesagt. Was geht jetzt? Was geht jetzt? Wieso habe ich so krassen Dauerturbo? Holy shit. Gib Gas. Boah, da muss man echt. Erster. Yeah, ich bin Erster. So, und jetzt, das habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht aber auch nicht, das weiß ich nicht so genau. Ich muss mal eben eine andere Kamera ausmachen, denn ich habe quasi nebenbei einen Vlog aufgenommen, in dem ich mal gezeigt habe, wie ich Videos aufnehme, also meine Gameplay-Dinger hier aufnehme. Ja. So, erster Platz. Das war schon mal nicht so schlecht. Müller, please. Willard Labs. Falcon Capital. Bliss LLP. Okay. Kamagori Limited. Wir sind Erster mit Kamagori Limited. Ja. Go, go. Nächste Runde. Du bekommst einen Temposchub, wenn die Phase deines Fahrzeugs zur Phase des Untergrunds passt. Ja, das stimmt. Und wenn man sie nicht passt, dann... Oh. Alpine Trust. Ein Schneelevel. Und wenn man das nicht hat, dann kriegt man halt eine kleine Bremse verpasst. Man muss sich aber auf jeden Fall wieder umstellen, dass man nicht auf den Schultertasten Gas gibt, sondern auf A. Das ist äußerst selten geworden in den letzten Jahren. Oh, Jesus! Oh, krasser Schneesturm hier, man sieht ja nichts. Heiliger Bund, dann bin ich flott. Meine Fresse. Oh, shit. Turbo. Na, fuck, schon wieder so ein Heißteil. Hört auf, mich von der Straße zu bumsen, ihr Arschlöcher. Okay, die Lenkung ist halt echt, man slidet halt wirklich so ein bisschen. Oh, Buckelpiste. Oh, Jesus. Okay, Runde 1 beendet. Two laps to go. Das gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Das hätte ich nicht gedacht, weil es halt, wie gesagt, sehr Wipeout-lastig aussah. Aber da muss man das Spiel halt immer selber spielen, damit man das besser einschätzen kann. Wow. Heiliger Bimbam. Also es ist echt verdammt flott. Fuck. Naja, Zweiter ist ja auch schon mal nicht schlecht. Meine Fresse. Concentration hier. Oh Gott. Ja, ist klar, du Penner. Komm, letzte Runde. Die kriegen wir noch. Ihr könnt nicht alle. Ja, Phase wechseln. Oh Gott. Bam. Also Ruckler sehe ich gar keine. Das ist echt gut.
Da sieht man doch, dass die Wii U doch schon Power hat. Oh Mann, ey, jedes Mal. Nein! Fuck, wieso? Ich war doch fast dran vorbei, ey. Komm, bitte. Ich will wenigstens Zweiter werden. Boah, noch Zweiter. Superlass, jetzt bin ich an meinem Dings hängen geblieben, ey. You reach second place. Das ist sehr schön. Kraft, ich würde sagen, da machen wir ein kleines Let's Play draus hier auf meinem Kanal. Denn das hier ist jetzt quasi so ein Ersteindruck. Und ich werde einfach alle Cups hier fahren, glaube ich. Ich glaube es zumindest. Ich mache einfach weiter. Mal gucken, wie lange ich Bock habe. Ihr kennt das Ganze ja. Zweiter Platz. Okay. Was aber auch sehr schön ist, das ist wie bei F-Zero und auch bei Wipeout. Die Computergegner haben auch... Also keine, nicht immer die gleiche Reihenfolge. Das war früher bei Mario Kart war es oft so. Dann hatte man wirklich in jedem Cup immer die gleichen Gegner vorne. Das heißt, wenn man dann einmal ein bisschen schlechter war, war man sofort abgeschlagen, weil die anderen halt immer Erster und Zweiter werden. Und das ist hier nicht so. Finde ich sehr gut. Du bekommst Turbo-Energie, wenn du Turbo-Kugeln einsammelst. Auch ganz klar. Was haben wir jetzt? Müller Pacific. Müller. Müller Pacific. Go. Oh, ich habe zu früh gedrückt. Das war der klassische Fehlstart wie bei Mario Kart. Ach so, scheiße. Wow. Zum Glück gibt es hier keinen Energiebalken, dass ich irgendwie Leben verliere oder sowas. Holy shit. Was geht? Das ist aber coole Strecke hier im Grunde. Mit dem Hafen oder was das sein soll. Verpiss dich aus meiner Umlaufbahn. Fast. Okay, jetzt kommt das hier wieder. Ach, verdammt. Verdammt. Okay, das erfordert auf jeden Fall auch einiges an Streckenkenntnis und Skill. Okay, so langsam gewöhne ich mich an dieses Umschalten von den Phasen. Wo ficken. Fuck, komm, Vollgas jetzt hier. Oh shit! Boah, das ist echt krank. Ich denke mir, das ist ja die kleinste Schwierigkeitsstufe, die ich hier gerade fahre. Die höchste, das stelle ich mir echt schon hart vor. Würde ich sagen. Nein. Drecksack. Ich habe kein Turbo mehr. Da vorne ist... Ach, fuck, wieso bin ich... Nein! Penner. Das ist nicht zu fassen. Ich muss da gerade auf mein Handy gucken. Ja, eben was schreiben hier. So. Dann würde ich sagen, machen wir noch das letzte Rennen. Das gibt ja 4 in jedem Cup. Ne? Wir sind immer noch Erster. Wir sind punktgleich mit diesen Calamari-Fuzzis oder wie die heißen. Chuoku City.
Jetzt drücke ich nicht so früh. Jetzt geht's. Okay, das war auch nicht gut, aber wenigstens kein Fehlstart. Ah. Ich blöd, Mann. Nicht aufgepasst. Huiuiui. Also ich bin mal gespannt, die Strecken, wie die sich noch entwickeln, weil das fand ich bei Wipeout immer sehr schlecht, also was heißt schlecht, ich fand das Streckendesign oft so, ja, das ist halt ein sehr schnelles Spiel, ne? Und wenn man dann Strecken hat, wo plötzlich eine total langsame Kurve drin vorkommt oder eine total plötzliche Richtungsänderung irgendwie, nach einem Stück, wo man total schnell war, das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn. Das macht einen den ganzen Flow irgendwie kaputt. Und ich hoffe, dass das hier so, ja, wie gesagt, wenn das mal vorkommt, ist das nicht so dramatisch. Das war bei F-Zero bei den ganzen Teilen halt auch immer so. Aber es darf nicht die komplette Strecke, ja, unvorhersehbar oder langsam machen oder irgendwie sowas. Oh, am letzten Moment auch umgeschaltet. Zweite Runde, ich bin Zweiter. Lass mich raten, dieser eine Penner ist wahrscheinlich Erster, ne? Das fehlt noch so ein bisschen, so eine Anzeige, wer vor einem oder hinter einem ist. Ich muss noch so ein paar Dinge einsammeln, dass ich hier gleich richtig abgehen kann. Oh, nicht daneben fallen. Ich schalte schon mal um. Das Spiel kommt auch, so wie ich das verstanden habe, aus einer Münchner Spieleschmiede. Also das ist quasi eine deutsche Produktion, das Ganze. Und ich sag mal so, dieses angeblich hat Nintendo ja keine Ideen mehr für ein F-Zero oder es fehlt ihnen irgendwie die Innovationen. Und ja, das mit den Phasen wäre es doch gewesen. Warum hat Nintendo das nicht bei einem F-Zero eingebaut? Das wäre mit Sicherheit gut angekommen. Behaupte ich mal einfach so. Ich hätte es zumindest gut gefunden. Das wäre natürlich am Anfang erstmal so, stößt sowas immer auf Kritik. Weil das ist jetzt für mich eine komplett neue IP. Da ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Wenn es bei einem F-Zero gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich am Anfang auch erstmal gemeckert und hätte gesagt, warum machen die denn sowas da rein? Aber wenn man das dann einmal quasi drauf hat, ist das doch eigentlich ziemlich cool. So, jetzt aber. Nein, ich hab's verkackt. Ich bin noch Erster geworden. Boah, was war das denn für ein Fotofinale, ey. Fotofinish, Wahnsinn. Ja, damit müsste ich den Cup ja gewonnen haben. Es ist nicht einfach, das muss ich sagen. Also dieses Ding hat es echt in sich. Kamagori, ja, und wie wir sehen, Zweiter ist hier Bliss Tralala geworden. Das war knapp, meine Freunde, das war echt knapp. Kamagori Limited ist Sieger. Gucken wir uns mal die Siegerehrung an, die ein bisschen merkwürdig aussieht, wie sie reingeslidet kommen. Ne? 2, 1, 3. Loser. Ja, was sagt ihr dazu? Glückwunsch, du bist Erster in der Kobalt Subsonic Liga geworden. Mit einem goldenen Pokal von meinem Gleiter. Es gibt natürlich auch weitere Gleiter, die man freischalten kann. Das habe ich eben gar nicht erwähnt, aber das sollte eigentlich klar sein. Das haben wir auch gesehen. Es gab ja noch jede Menge Freifelder, wo wir ein neues Fahrzeug freigeschalten. Spark. Und der Xenon Cup ist freigeschaltet. Den gucken wir uns dann im nächsten Teil an. 9% habe ich in der Meisterschaft fertig. Zeitfahren, das ist in der Hero-Modus. Ah, egal, das können wir uns ja vielleicht irgendwann mal angucken. So, damit würde ich sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie findet ihr das Ding? Ist es F-Zero oder Wipeout würdig? Also Wipeout würde ich mal so einfach behaupten, ja. Es sei denn, es kommt wirklich wieder für die PS4 ein neues Wipeout. Das wäre mit Sicherheit auch ziemlich geil. Aber
für so zwischendurch, für 15 Euro vor allen Dingen, kann man sich das Ding auf jeden Fall geben. Das kann ich jetzt schon mal sagen, so nach den ersten Minuten. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Habt ihr das Ding gezockt? Habt ihr es euch geholt? Ist ja wieder mal so ein Titel für die Wii U-Spieler unter euch, so die nur eine Wii U haben. Das ist ja ein Ding, was man sich auf jeden Fall mal zulegen kann, nicht wahr? Damit würde ich sagen, bin ich raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Dann gucken wir uns den Xenon Cup an. Ich trinke jetzt noch einen Schluck Wein. Bis dann. Tschüss.